Willkommen zum siebten Input-Block im Seminar Grammatik. Heute behandeln wir zum letzten Mal Wortarten, und zwar die nicht flektierbaren Wortarten. Die reichen vom Adverb bis zur Partikel. Das hier ist die zugrunde liegende Literatur für heute. Das ist die Literatur, die ich in diesem Video für Sie aufbereite. Die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, sind: Was sind Adverbien und welche Eigenschaften haben sie? Und die gleiche Frage stelle ich auch bezüglich Präpositionen, Konjunktionen und Partikeln. Das heißt, dieses Mal, nachdem wir uns jetzt mit den flektierbaren Wortarten in mehreren Sitzungen beschäftigt haben, hier wechseln wir jetzt vom linken Arm der Wortarten, nämlich den flektierbaren Wortarten, zu den nicht flektierbaren Wortarten. Und da finden wir genau die vier, die ich eben schon genannt habe: das Adverb, die Präposition, die Konjunktion und die Partikel. Wir gehen der Reihe nach vor und beginnen mit dem Adverb. Was ist ein Adverb? Schon beim letzten Mal habe ich gesagt, wir gehen der Form nach vor bei der Abgrenzung der Wortarten voneinander und setzen sowohl hier wie bei den anderen Wortarten, wo es möglich ist, solche formalen Kriterien an. Das wäre zunächst beim Adverb ein morphosyntaktisches Kriterium. Das lautet: Adverbien sind nicht flektierbar. Und ein distributionelles Kriterium, das lautet: Adverbien sind vorfeldfähig. Das heißt so viel wie, dass sie allein im Vorfeld im Satz stehen können. Das sehen wir auch hier in diesem Schema. Das Adverb ist die einzige vorfeldfähige, nicht flektierbare Wortart. Und damit ist sie auch hinreichend von den anderen Wortarten differenziert. Zur Illustration schauen wir uns einmal den folgenden Beispielsatz an: Warum willst du mir da morgen nicht so viel Kuchen übrig lassen, wie ich gern hätte? Das ist eine gewichtige Frage und an ihr lässt sich auch zeigen, was ein Adverb ist bzw. was kein Adverb ist. Hier habe ich die Adverbien hervorgehoben. Das heißt, diese Ausdrücke warum, da, morgen und gern sind nicht flektierbar und vorfeldfähig. Das sehen Sie hieran. Wir können warum ins Vorfeld stellen. Das haben wir schon in der Ausgangsfrage: Warum willst du mir da morgen nicht so viel Kuchen übrig lassen? Wir können da ins Vorfeld stellen. Da willst du mir nicht so viel Kuchen übrig, da willst du mir morgen nicht so viel Kuchen übrig lassen. Wir können das morgen ins Vorfeld stellen. Morgen willst du mir nicht so viel Kuh, da nicht so viel Kuchen übrig lassen. Und wir können auch das gern ins Vorfeld stellen. Das müssen wir dann natürlich aber in einem Hauptsatz tun, in den wir den Nebensatz umformen. Also: gern hätte ich und so weiter. Was wir nicht ins Vorfeld stellen können, ist das so in der Frage. Also: willst du, warum willst du mir da morgen nicht so viel Kuchen übrig lassen, wie ich gern hätte? Wir können nicht sagen: so willst du mir da morgen nicht viel Kuchen übrig lassen. Und wir können auch nicht das nicht ins Vorfeld stellen alleine. Nicht willst du mir da morgen so viel Kuchen übrig lassen. Und wir können auch nicht da morgen zusammen ins Vorfeld stellen. Das ist nämlich kein eines Element, sondern das sind zwei Elemente. Da morgen willst du mir nicht so viel Kuchen übrig lassen, ist auch nicht wohlgeformt. Bei diesen Elementen handelt es sich also nicht um Adverbien. Genauso bei viel, nicht so viel Kuchen übrig lassen, und zwar aus dem Grund, dass viel flektierbar ist. Genauso bei du, deiner, dir, dich und so weiter. Das ist auch
Das sind Pronomen, die sind flektierbar. Und übrig, in übrig lassen, ist auch flektierbar. Übrig, übrige, übriges und so weiter. Dabei handelt es sich also auch nicht um Adverbien. Schauen wir uns einen anderen Beispielsatz an. Warum willst du den Kuchen nicht so portionieren? Hier haben wir wieder ein So am Start und wir sehen, dieses So können wir allein ins Vorfeld stellen. So willst du den Kuchen darum nicht portionieren. Das ist ein wohlgeformter Satz und deshalb handelt es sich bei diesem So auch um ein Adverb. Das heißt, es gibt solche So's und solche So's und ein solches So hier, das ist tatsächlich ein Adverb. Andere So's sind keine Adverbien. Wir kommen später noch zu So's, die keine Adverbien sind. Wir müssen beim Adverb die wichtige Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Wortart Adverb und einer adverbialen Funktion? Adverbien sind als Vertreter einer Wortart vorfeldfähig, aber nicht flektierbar, das haben wir gesehen. Jetzt gibt es aber mehrere Wortarten, die man in adverbialer Funktion verwenden kann. Das heißt, sie haben dann eine bestimmte Wortart, aber sie haben auch eine bestimmte syntaktische Funktion. Und adverbiale Bestimmung ist eine syntaktische Funktion. Und um diese Funktion im Satz einzunehmen, muss ein Wort oder eine Phrase kein Adverb sein, sondern kann auch etwas anderes sein. Zum Beispiel können Adjektive in adverbialer Funktion unflektiert gebraucht werden und dabei im Vorfeld stehen. Und in dieser Funktion sind Adjektive mit Adverbien verwechselbar. Schauen wir uns Beispiele an. Das hat mir gut gefallen, das war schön, das habe ich gern gezeigt, das hätte mir vielleicht gefallen. Gut hat mir das gefallen, schön war das, gern habe ich das gezeigt, vielleicht hätte mir das gefallen. Hier haben wir jeweils unflektierte Elemente im Vorfeld stehen, aber das sind nicht alles Adverbien, aber die haben alle adverbiale Funktion. Wie können wir jetzt feststellen, was davon ein Adverb ist? Wir können das umformen in Strukturen, wo die Elemente flektiert sein müssten. Also gut hat mir das gefallen, können wir umformen in das gute Stück. Schön war das, das schöne Stück. Gern habe ich das gezeigt in das gerne zeigen und vielleicht hätte mir das gefallen in das vielleichte gefallen. Und daran sehen Sie, in diesen Funktionen als Attribut müssen wir Elemente flektieren können. Das geht aber hier nur für gut und für schön, aber nicht für gern und für vielleicht. Und das ist der Grund, warum es sich bei gern und vielleicht um Adverbien handelt und bei schön und gut um Adjektive, die hier nur in den Beispielsätzen in der mittleren Zeile und in der oberen Zeile in adverbialer Funktion gebraucht werden. Bei gestern ist es beispielsweise so, das ist ein Adverb. Das sieht man auch daran, dass man nicht sowas sagen kann wie das gesterne Stück. Aber es gibt das Adjektiv gestrig, das gestrige Stück, das kann man durchaus sagen. Aber dieses gestrig kommt dadurch zustande, dass es aus gestern deriviert ist durch eine Adjektiv-Derivation mit dem Suffix ig oder ich. Jetzt kann man verschiedene Arten von Adverbien noch voneinander unterscheiden. Um das zu tun, braucht man zusätzliche Kriterien, außer diesem einen morphosyntaktischen Kriterium und diesem einen distributionellen Kriterium. Da muss man zusätzliche formale Kriterien, zusätzliche funktionale Kriterien und zusätzliche semantische Kriterien annehmen. So, welche Arten von Adverbien lassen sich zunächst einmal formal unterscheiden, also mit formalen Kriterien? Da gibt es sogenannte Kommentaradverbien. Die drücken eine subjektive Einstellung zu einer Eventualität aus, also zu einem Sachverhalt, und die sind als Antworten auf Entscheidungsfragen möglich
und werden von Satznegationen nicht mitnegiert. Das sind also ihre formalen Unterscheidungskriterien. Wird er zurücktreten? Das wäre eine Entscheidungsfrage, auf die kann man gewöhnlich nur Ja und Nein antworten, aber eben auch mit Kommentaradverbien, zum Beispiel leider, in Klammern, wird er zurücktreten oder nicht zurücktreten, wahrscheinlich, sicherlich, glücklicherweise und andere. Das sind Kommentaradverbien und die drücken eine subjektive Einstellung zur Eventualität aus. Und die Eventualität wäre, er wird zurücktreten oder er wird nicht zurücktreten. Und dieses leider und wahrscheinlich und sicherlich und glücklicherweise und alle anderen Kommentaradverbien, die bleiben in ihrer Bedeutung genauso bestehen, auch dann, wenn der Satz negiert wird. Also, wenn ich sage, leider wird er zurücktreten, dann bedauere ich das, dass er zurücktreten wird. Und wenn ich sage, leider wird er nicht zurücktreten, dann ist es nicht so, dass mein Bedauern dabei mit negiert wird, sondern das Bedauern bleibt bestehen. Leider wird er nicht zurücktreten, dabei bedauere ich, dass er nicht zurücktreten wird. Wenn ich sowas habe, freiwillig wird er nicht zurücktreten, dann wird das freiwillig mit negiert. Das ist bei den Kommentaradverbien anders. Dann haben wir sogenannte Präpositionaladverbien, die werden auch Pronominaladverbien genannt. Die sind aus einer Präposition plus einem Interrogativadverb, Konjunktionaladverb oder Relativadverb gebildet und können Haupt- oder Nebensätze einleiten. Also, worauf, weswegen hast du gewartet oder wogegen hast du protestiert? Das sind Präpositionaladverbien. Hier ist das ein Interrogativadverb, wo oder weswegen oder ja, weswegen oder nochmal wo plus eine Präposition auf und wegen und gegen. Zusammen bilden die Präpositionaladverbien oder darüber, hiermit, dazwischen hast du gestanden und es ist gut, worüber du gesprochen hast, weswegen du protestiert hast, worunter du gelitten hast und so weiter. Welche Arten von Adverbien lassen sich mit funktionalen Kriterien unterscheiden? Da können wir zunächst die Interrogativadverbien nennen. Die leiten nämlich Fragesätze ein, sind aber anders als Interrogativpronomen nicht flektierbar. Also wo, wie, wann und wieso hast du gelacht? Das wären solche Interrogativadverbien. Dann Relativadverbien, die leiten Relativsätze ein, die sind aber auch anders als Relativpronomen nicht flektierbar. Also, ich frage mich, wo du gelacht hast, wie du gelacht hast, wann du gelacht hast und wieso du gelacht hast. Dass sie nicht flektierbar sind, ist natürlich schon ein Definitionsmerkmal für Adverbien. Und Konjunktionaladverbien lassen sich funktional charakterisieren. Die koordinieren nämlich Sätze, sind aber anders als Konjunktionen vorfeldfähig. Dass Konjunktionen nicht vorfeldfähig sind, das werden wir nachher noch sehen. Konjunktionaladverbien sind vorfeldfähig. Zum Beispiel, trotzdem hast du gelacht, sonst hast du gelacht, jedoch hast du gelacht und andererseits hast du gelacht. Und diese Adverbien, die gibt es auch in Stellvertreterfunktionen, das heißt als Proformen. Das sieht dann so aus, ein interrogatives Pronominaladverb, wogegen hast du protestiert oder ein relatives Pronominaladverb, das worunter du gelitten hast oder wovon du etwas gehört hast und ein konjunktionales Pronominaladverb, dagegen kannst du nichts tun, hierüber hast du gelacht, davon hast du nichts gehört, dazu kannst du nichts sagen. Und dann gibt es auch noch Adverbien, die sich semantisch differenzieren lassen von den anderen. Da hätten wir zunächst temporale Adverbien,
die geben zeitliche Umstände einer Eventualität an. Das sind auch prototypische Adverbien. Das sind die, die man zuerst nennen würde, wenn man nach Adverbien fragt. Also heute, gestern, damals, jetzt, nun. Lokaladverbien, die räumliche Umstände angeben. Hier, dort, da, oben, unten, hinten, vorne hat er gestanden. Modaladverbien, die geben quantitative und qualitative Umstände einer Eventualität an. Sie hat haufenweise Bücher gelesen, sie hat halbwegs gut bestanden, sie haben massenweise Bücher gelesen, sie haben gern Bücher gelesen, sie haben nebenbei Bücher gelesen, sie hat unversehens das Auto in die Tiefgarage gefahren. Und auch manche dieser Adverbien gibt es in Stellvertreterfunktionen, also als Proformen, zum Beispiel hiervon, hierfür, dabei und darauf. Sie sehen, diese Proformen, diese Pronominaladverbien, diese Klassifikation, die geht quer nochmal durch die semantische und funktionale Unterscheidung der Adverbien hindurch. Und damit sind wir auch schon bei der Präposition und schauen uns die genauer an. Was ist eine Präposition? Auch hier können wir zunächst einmal formale Kriterien anlegen. Präpositionen oder besser gesagt auch Adpositionen, das ist aber der seltener gebrauchte Ausdruck dafür, sind nicht flektierbar und regieren als einzige nicht flektierbare Wortart den Kasus von Substantiven. Das distributionelle Kriterium wäre, Präpositionen bzw. Adpositionen sind nicht allein vorfeldfähig und stehen immer in unmittelbarer Nachbarschaft, das heißt vor, umherum und nach dem Nomen, das sie regieren. Hier sehen Sie das in unserem Wortartenschema. Die Präposition ist nicht flektierbar, nicht allein vorfeldfähig, aber kasusregierend. Hier sehen Sie das morphosyntaktische Kriterium illustriert. Die sind nicht flektierbar, das kann man nicht illustrieren, weil man sie eben nicht flektieren kann. Aber sie regieren den Kasus von Substantiven. Es lautet korrekterweise nach dem Sturm, aber nicht nach der Sturm oder nach den Sturm. Wir können sowas sagen, und entlang ist jetzt schon ein Spezialfall. Der Straße entlang standen viele Zuschauer. Entlang der Straße standen viele Zuschauerinnen. Die Straße entlang gingen die zwei Tramperinnen. Aber wir können nicht sagen, entlang die Straße standen viele Zuschauerinnen. Das heißt, entlang regiert mehrere Kasus, und das hängt auch davon ab, ob entlang hinter dem regierten Nomen steht oder vor dem regierten Nomen. Aber trotzdem sind auch bestimmte Kasus in bestimmten Stellungen ausgeschlossen. Das distributionelle Kriterium kann man auch illustrieren. Es lautet wohlgeformt: Nach dem Sturm lagen Bäume herum, aber es ist nicht möglich zu sagen, nach lagen dem Sturm Bäume herum. Daran sehen Sie, die Präposition ist nicht alleine vorfeldfähig. Zwischen Harold und Maud stand der Hund. Zwischen stand Harold und Maud der Hund ist nicht wohlgeformt. Und die Straße entlang gingen wir nach Hause ist wohlgeformt. Da steht die Präposition eben noch mit anderen Elementen zusammen im Vorfeld, nämlich mit dem regierten Nomen bzw. der regierten Nominalphrase. Aber alleine kann entlang nicht im Vorfeld stehen. Entlang gingen wir die Straße nach Hause, ist nicht wohlgeformt. Okay, jetzt können wir danach fragen, welche Reaktionseigenschaften haben Präpositionen oder Adpositionen. Wir haben ja gesehen, sie regieren Nomen bzw. deren Kasus. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt Adpositionen oder Präpositionen, ich erkläre gleich noch den Unterschied, die einen Kasus erfordern.
und zwar einen bestimmten, zum Beispiel mangels Alternativen, mittels des Hammers oder aufgrund ihres Willens, um des Friedens willen und des Friedens halber. Da sehen Sie diese Präpositionen bzw. Adpositionen regieren den Genitiv. Dann Präpositionen wie bei oder dank, dank ihm, zu ihm, von ihm, außer ihm, ab der Haltestelle, entgegen ihrer Vorstellung oder ihr zufolge, ihm zuliebe. Daran sehen Sie, dass diese Adpositionen den Dativ regieren. Und dann gibt es auch viele, die den Akkusativ regieren, als einzigen Kasus bis 2 Uhr, durch den Tunnel, für den Frieden, gegen den Frieden, ohne den Frieden, pro Frieden, den Frieden betreffend. Daneben gibt es auch Adpositionen, die mehrere Kasus fordern oder fordern können, beziehungsweise die regieren verschiedene Kasus, die alternativ zueinander sind. Und da wäre zunächst wären Plus und Minus zu nennen. Das sind tatsächlich die einzigen beiden Präpositionen im Deutschen, die mit jedem Kasus stehen können. Also Plus, ja, Sie können sich die Beispiele ausdenken. Lediglich der Genitiv ist hier stärker markiert bzw. weniger gebräuchlich, aber das ist auch möglich. Dann gibt es entlang, das entlang regiert je nachdem, ob es vor dem Bezugsnomen steht oder nach dem Bezugsnomen, den Genitiv, den Dativ und oder den Akkusativ. Und dann gibt es die sogenannten Präpositionen mit Wechselkasus. Die wechseln zwischen Dativ und Akkusativ und damit geht ein Bedeutungsunterschied einher. Also wir können sagen über die Brücke oder über der Brücke. Wir können sagen an der Brücke oder an die Brücke, vor der Brücke oder vor die Brücke und in der Halle oder in die Halle. Und wenn Sie mit Dativ stehen, dann haben Sie lokale Bedeutung und drücken eine Örtlichkeit aus. Und wenn Sie mit Akkusativ stehen, dann haben Sie direktionale Bedeutung und drücken eine Richtung aus. Jetzt zu der Frage, warum man besser von Adpositionen als von Präpositionen spricht. Wenn man Präposition sagt, Prä heißt vor, dann sagt man damit, dass etwas vor etwas anderem vorangestellt ist. Also Präpositionen gehen ihren regierten Substantiven oder Nomen voran, so wie bei zu, nach, bei, auf, wegen, mit, auf, aus, durch, für und den meisten anderen Präpositionen. Es gibt aber eben auch Adpositionen, die ihren regierten Substantiven nachfolgen, so zum Beispiel hinauf, den Berg hinauf oder den Berg hinab oder die Brücke hinüber oder den Verlautbarungen zufolge oder der Regierungssprecherin nach oder die Brücke entlang, die Straße entlang. Da sehen Sie die Folgen nach Ihren regierten Substantiven und sollten deswegen auch besser Postposition genannt werden. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch Zirkumpositionen, die könnte man auch Herumstellungen nennen. Also Zirkumpositionen stehen nämlich vor und hinter ihren regierten Substantiven mit zwei Teilen, zum Beispiel um Himmels Willen, von Anfang an oder auf den Berg hinauf. Und das ist der Grund, dass man statt von Präpositionen eigentlich besser von Adpositionen spricht, denn Ad ist neutral dahingehend, an welcher genauen Stelle jetzt dieses Element relativ zum regierten Substantiv steht, ob es nun davor, dahinter oder drumherum steht. Okay, wie sind Adpositionen aufgebaut? Und da kann man sich verschiedene Beispiele anschauen, zum Beispiel zu, nach, bei und hinter.
Und dem kann man gegenüberstellen solche Präpositionen wie infolge des Erdbebens, anstatt einer Beförderung, hinsichtlich der Beförderung oder inmitten eines Erdbebens. Und dann kann man die nochmal unterscheiden von solchen komplexen Präpositionen wie auf Basis von wissenschaftlichen Erwägungen, in Bezug auf die Wissenschaft, in Hinblick auf wissenschaftliche Ergebnisse, anstelle von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und hier können wir unterscheiden in primäre Präpositionen, das wären die morphologisch einfachen, die nicht zusammengesetzt sind, die obersten vier und viele der anderen oder die meisten der anderen Präpositionen oder Adpositionen sind ebenfalls primäre Präpositionen. Die morphologisch komplex sind, wie in Folge, anstatt und so weiter, die nennt man sekundäre Präpositionen. Die müssen auch, anders als Sie das in der Textgrundlage finden werden, keine primäre Präposition enthalten. Das sehen Sie an hinsichtlich. Und die phrasalen Präpositionen, die sogar syntaktisch komplex sind und nicht nur morphologisch, sowas wie auf Basis von und so weiter, das sind tertiäre Präpositionen. Was können wir über die Bedeutung von Präpositionen sagen? Es gibt zunächst einmal die Präpositionen mit lokaler Bedeutung. Das sind die prototypischen: auf dem Berg, auf den Berg, unter der Stadt, unter die Stadt, zwischen den Stühlen, entlang des Weges bis Marburg nach Düsseldorf. Dann gibt es solche mit temporaler Bedeutung, die rekrutieren sich zum Teil aus den Präpositionen, die lokale Bedeutung haben. Vor dem Sturm, hier können wir dann nicht mehr sagen, vor den Sturm, bis 2 Uhr nach dem Sturm, seit Stunden gegen Abend innerhalb von Sekunden. Dann solche Präpositionen, die modale Bedeutung haben, also sowas wie quantitative oder qualitative Qualifikationen vornehmen an etwas, außer Tomaten, mit scharf, ohne Zwiebeln, bis auf Gurken, aus Joghurt, entgegen meiner Vorlieben, anstatt Fleisch. Dann Präpositionen mit kausaler oder konzessiver Bedeutung. Kausal gibt Gründe an, konzessiv räumt etwas ein. Angesichts der Lage, trotz des Wetters, das ist eine Einräumung, laut Reuters, zwecks Inbetriebnahme bezüglich des Unfugs. Und dann gibt es solche mit neutraler Bedeutung. Wir hoffen auf Besserung, träumen von elektrischen Schafen, lachen über Inzels, sind frei von Frust, arm an Geist und haben Achtung vor ihr. Hier sehen Sie, bei diesen Präpositionen, die sind fast leer, was semantischen Inhalt betrifft. Ja, da ist nichts Lokales, Temporales oder Modales mehr drin. Das sind hier fast nur noch Elemente, die zwar eine Rektion haben, aber nichts Semantisches mehr transportieren. Dann gibt es Präpositionen, die regulär und unter bestimmten Umständen mit Artikeln verschmelzen. Wie funktioniert das? Hier auf der linken Seite sehen Sie zunächst einmal unverschmolzene Präpositionen mit Artikeln: an dem, an der, in dem, in der, was weiß ich, von dem, von der, auf den, die das, in den, die das und so weiter. Und manche von denen, die können zusammengezogen werden, so dass Präpositionen mit Artikel verschmelzen. Zum Beispiel an und dem zu am, am Haus, im Haus, beim Haus, zum Haus, vom Haus. Aber nicht, beziehungsweise sowas ist eher noch konzeptionell mündlich, mim Haus für mit dem Haus, auf'n Baum für auf den Baum, in'n Baum, also in die Baumkrone würde man dann meinen. Sowas kommt höchstens in der Nähesprache vor und geschrieben kaum, gesprochen vielleicht schon. Übern Baum,
hinter einen Baum. Sowas findet man vielleicht schon eher. Aber was Sie sehen, ist, dass hier diese ganzen Verschmelzungen stattfinden zwischen Präpositionen und maskulinen bzw. neutralen Artikeln. Gucken Sie mal in der nächsten Spalte. Hier, wenn man versucht, diese Präpositionen mit femininen Artikeln zu verschmelzen, dann ist das in den meisten Fällen nicht wohlgeformt. Also ar gibt es nicht für an der und ir für in der auch nicht. Ebenso beir oder vor im Sinne von der gibt es auch nicht oder vonner und mir im Sinne von mit der gibt es alles nicht, aber zur gibt es zu der. Übers, hier mit Neutrum, hintere Halle, weiß ich nicht, vielleicht regional, dialektal möglicherweise. Sie sehen jedenfalls, dass hier bestimmte Restriktionen vorherrschen. Manches davon ist möglich, vieles davon ist nicht möglich. Aufs Haus, in eine Halle, nee, das geht alles nicht. Übere Halle, hinters Haus, das ist auch was, was nähesprachlich möglich ist und in konzeptioneller Mündlichkeit, aber was noch nicht in die konzeptionelle Schriftlichkeit und in höhere Register vorgedrungen ist. Wie werden diese Verschmelzungen verwendet? Es ist nicht so, dass die immer oder überhaupt einmal optional sind, also gleich funktionale Alternativen darstellen in allen Kontexten, ganz und gar nicht. Die Verschmelzung hat in der Regel sowas wie eine generische Bedeutung. Also wenn wir sowas sagen wie beim Essen rülpsen, zum Bäcker gehen, beim Arzt im Wartezimmer sitzen, dann heißt das sowas wie generell beim Essen rülpsen oder ja, bei keinem bestimmten Essen rülpsen, genauso wie zu keinem bestimmten Bäcker gehen, sondern generell zum Bäcker gehen, genauso wie generell beim Arzt im Wartezimmer sitzen. Und das heißt auch wiederum bei keinem bestimmten Arzt im Wartezimmer sitzen. Wenn wir die Verschmelzung auflösen, dann haben wir sowas wie bei dem Essen mit seinen Eltern rülpsen, zu dem Bäcker in der Schlossallee gehen, bei dem Arzt in deiner Nähe sitzen. Das sind jetzt eher konkrete Lesarten, wo wir bestimmte Essen, bestimmte Mahlzeiten meinen oder bestimmte Essensgelegenheiten, wo wir einen bestimmten Bäcker und einen bestimmten Arzt meinen. Da würden wir eher Präposition plus Artikel benutzen statt verschmolzene Formen. Und dann gibt es sogar obligatorische Verwendungen von Verschmelzungen in der deutschen Standardsprache, zum Beispiel bei substantivierten Infinitiven. Wir können oder müssen sogar sagen, ins Schwitzen kommen beim Essen, und nicht in das Schwitzen oder bei dem Essen. Wie gesagt, dann bedeutet das was ganz anderes. Bei substantivierten Adjektiven, ich sage es dir im Guten, aber nicht in dem Guten. Sie hat mal ins Blaue hinein angefangen zu reden, nicht in das Blaue hinein und so weiter. Dann bei Abstrakta und Stoffbezeichnungen, Eigennamen und Zeitangaben. Auf zur Freiheit und nicht auf zu der Freiheit im Kapitalismus, am Wasser, am 11. November und so weiter. Bei generischen Nomen, das haben wir eben schon gesehen, zum Arzt, zum Bäcker, vom Affen abstammen, nicht von einem bestimmten Affen abstammen, von dem Affen abstammen ist wiederum eher weird. Und dann in Phrasiologismen muss man auch Verschmelzungen benutzen. Da geht es ans Eingemachte. Wenn man an das Eingemachte geht, dann geht man wahrscheinlich in den Keller und macht sich ein Glas auf. Ums Leben kommen, hier müssen Sie die Verschmelzung verwenden. So viel zur Präposition und damit sind wir bei der Konjunktion. Was ist eine Konjunktion? Hier setzen wir mal von Anfang an drei Kriterien an. Ein morphosyntaktisches, ein distributionelles, das heißt zwei formale und ein funktionales. Morphosyntaktisch sind Konjunktionen nicht flektierbar und regieren auch nicht den Kasus anderer Wörter, also zweimal negativ definiert. Und ein drittes Mal können wir
die Konjunktion auch negativ definieren, nämlich distributionell. Konjunktionen sind nicht allein vorfeldfähig und wir können auch noch was Positives über Konjunktionen sagen, nämlich funktional dienen sie dazu, Sätze zu verknüpfen. Hier sehen Sie wieder das Schema. Konjunktionen sind nicht flektierbar, nicht vorfeldfähig, nicht kasusregierend, aber sie ko- und subordinieren Sätze. Wir können jetzt verschiedene Typen von Konjunktionen erstmal unterscheiden. Nämlich die koordinierenden Konjunktionen, das wären dann auch die Konjunktionen im engeren Sinne, die verknüpfen gleichgeordnete Sätze und sie verknüpfen auch alle möglichen anderen Einheiten miteinander als nebengeordnete oder gleichgeordnete Konjunkte. Daneben gibt es subordinierende Konjunktionen, auch Subjunktionen genannt. Die Subjunktionen verknüpfen übergeordnete mit untergeordneten Sätzen. Wenn man von Konjunktionen spricht, im weiteren Sinne, dann meint man damit Konjunktionen im engeren Sinne und Subjunktionen. Wenn man es deutlich machen will, worum es geht, dann muss man eben Konjunktionen im engeren Sinne sagen oder Subjunktionen. So, wenn wir uns jetzt die koordinierenden Konjunktionen anschauen, dann können wir uns fragen, was die denn alles eigentlich koordinieren können. Sätze habe ich schon genannt jede Menge anderer Elemente. Und jetzt schauen wir uns an, was da alles koordiniert werden kann. Also, Konjunktionen verknüpfen gleichgeordnete Sätze und sie verknüpfen alle möglichen anderen Einheiten miteinander. Diese anderen Einheiten können zum Beispiel Wortteile sein. Sowas wie ab- oder angeschaltet hat er die Wasch- und Spülmaschine gleichzeitig. Was hier koordiniert wird durch oder, sind Wortteile, nämlich ab und an. Und was hier koordiniert wird durch und, sind Wasch und Spül. Ja, beides Wortteile, einmal von ab- und anschalten, abschalten und anschalten und einmal von Waschmaschine und Spülmaschine. Diese Konjunktionen können auch Wörter, also ganze Wörter, koordinieren. Abgeschaltet oder angeschaltet hat er die Waschmaschine weder vor noch nach dem Abendessen. Oder koordiniert hier abgeschaltet und angeschaltet und weder noch, das ist auch eine komplexe Konjunktion, die koordiniert hier vor und nach. Dann können Konjunktionen auch ganze Phrasen koordinieren. Dass er die Äpfel über die Streusel geschichtet und die Birnen ganz vergessen hat, wunderte die Bäckerin sowie die Kunden. Hier sehen Sie, das und koordiniert die Äpfel über die Streusel geschichtet, das ist eine Verbalphrase, und die Birnen ganz vergessen, das ist ebenfalls eine Verbalphrase, und das sowie koordiniert zwei Nominalphrasen, die Bäckerin und die Kunden. Und natürlich, das ist der Paradefall, die Konjunktion von ganzen Sätzen, die einander gleichgeordnet sind, das heißt auf der gleichen Ebene rangieren. Er schichtet die Äpfel über die Streusel oder er vergisst die Birnen ganz, weil er müde ist und obwohl er sonst gewissenhaft ist. Also hier das oder koordiniert zwei Hauptsätze. Und das und koordiniert zwei Nebensätze. Das ist egal für die Konjunktionen, ob die jetzt Haupt- oder Nebensätze koordinieren. Wir können auch danach fragen, was koordinierende Konjunktionen bedeuten. Und dann finden wir, dass es additive Konjunktionen gibt, also solche, die etwas aufzählen, ergänzen, hinzufügen, sowas wie und sowie, aber auch sowohl als auch und weder noch. Dann Konjunktionen, die Alternativen anzeigen, sowas wie oder entweder oder. Dann adversative koordinierende Konjunktionen, die zeigen einen Gegengrund an, sowas wie aber, doch und sondern, auch nicht nur, sondern auch. Konzessive, die einen Einwand liefern, obgleich, ob schon. Kausale Konjunktionen, denn oder weil und da.
denn würde zum Beispiel Hauptsätze miteinander koordinieren, weil und da Nebensätze. Dadurch sind auch die beiden Slashes da in der Mitte motiviert. Und dann finden wir auch komparative koordinierende Konjunktionen, also so lecker wie Pizza oder ich als Linguist. Kommen wir zu den subordinierenden Konjunktionen. Die sollen ja übergeordnete mit untergeordneten Sätzen verknüpfen. Wie machen die das? Hier haben wir einen Beispielsatz. Ich lasse den Teig so lange gehen, damit sich so viele Glasbläschen bilden, dass er locker wird. Hier haben wir erstmal einen subordinierten Finalsatz. Damit sich so viele Gasbläschen bilden, der ist dem Hauptsatz oder Matrixsatz, ich lasse den Teig so lange gehen, untergeordnet mit der Subjunktion damit. Und dem wiederum untergeordnet ist ein Konsekutivsatz, der aus so und das besteht, also damit sich so viele Gasbläschen bilden, dass er locker wird. Hier ist es so, dass die Subjunktion stets diesen subordinierten Nebensatz einleitet und das finite Verb dann am Ende des Nebensatzes steht. Und das ist sowohl in dem finalen Nebensatz so, damit sich so viele Gasbläschen bilden, als auch in dem konsekutiven Nebensatz so, dass er locker wird. Auch bei den Subordinationen kann man fragen, was die bedeuten. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Bedeutungen. Zunächst einmal eine neutrale Bedeutung. Hier wird ein faktives Verhältnis ausgedrückt. Das bedeutet das oder es ist unsicher, ob. Dann temporale Subjunktionen wären während, seit, nachdem oder als. Hier wird natürlich ein zeitliches Verhältnis aufgemacht zwischen übergeordnetem und untergeordnetem Nebensatz. Er schlief während, seit, nachdem, als sie nach Hause kam. Ein kausales Begründungsverhältnis. Er schlief, weil er nicht nach Hause kam. Konsekutiv ein Folgeverhältnis. Er schlief so lange, dass er seine Prüfung verpasste. Er schlief lange, sodass er seine Prüfung verpasste. Konditionalsätze zeigen Bedingungsverhältnisse an und werden eingeleitet von Subjunktionen wie falls oder wenn oder sofern. Ich sichere es dir zu, falls du versprichst, dich zu bessern. Finale Subjunktionen zeigen Zweckverhältnisse an. Ich sichere es dir zu, damit oder auf das es in Zukunft besser werden wird. Konzessive Subjunktionen drücken ein Einräumungsverhältnis aus. Ich sichere es dir zu, obwohl du mich schon mehrmals enttäuscht hast. Adversative Subjunktionen drücken ein Gegensatzverhältnis aus. Ich sichere es dir zu, anstatt dass ich dich wieder mal kritisiere oder wohingegen sie es nicht tut. Es ist so gekommen, insofern als oder außer dass wir einiges nicht bedacht haben, nur dass das Ganze ziemlich schief gegangen ist. Das wäre also ein restriktiver Nebensatz, der ein Einschränkungsverhältnis ausdrückt. Dann können Subjunktionen auch instrumentale Bedeutung haben und ein Mittelverhältnis ausdrücken. Sie hat die Krankheit besiegt, indem sie sich gesund ernährt hat und keine Drogen genommen hat. Sie hat die Krankheit besiegt, ohne dass sie viele Medikamente nehmen musste. Und es gibt komparierende Subjunktionen, die ein Vergleichsverhältnis aufmachen. Also sie hat die Krankheit besiegt, als hätte sie das beste Immunsystem der Welt oder als ob sie niemals vor
als ob sie niemals vorbelastet gewesen wäre. Oder sie besiegt die Krankheit je besser, desto weniger Vorerkrankungen sie hat. Und damit sind wir schon bei der Partikel. Ja, das ist ein feminines Nomen, die Partikel, und der Plural lautet die Partikeln. Und das Bild motiviert sich dadurch, dass die Wortart Partikel oft sowas wie der Müllkeller der Grammatiken ist. In die Wortart Partikel wird alles reingestopft, wofür man in den anderen Wortarten keinen Platz mehr gehabt hat. Und das wird sich jetzt auch in den Abgrenzungen niederschlagen. Was ist nämlich eine Partikel? Hier können wir ein morphosyntaktisches Kriterium anlegen. Partikeln sind nicht flektierbar und regieren nicht die Kasus anderer Wortarten. Distributiv sind sie nicht allein vorfeldfähig, und funktional koordinieren und subordinieren sie keine Sätze. Das heißt, hier haben wir eine rein negative Charakterisierung der Partikeln oder der Wortart Partikel. Da ist schon klar, wenn man so vorgeht, kann man da alles Mögliche reinstopfen, was alles, was auf die anderen Wortarten nicht zutrifft. Und das spiegelt sich auch hier in unserem Schema wieder. Sie sehen hier alle Merkmale, mit denen man die Partikel charakterisiert, haben ein negatives Vorzeichen. Und die Folge davon ist natürlich, dass die Kriterien hier auf eine ziemlich heterogene und auch schlecht erforschte Menge oder auch Restmenge von Elementen zutrifft, und man braucht zusätzliche und ebenfalls heterogene Kriterien, damit man die Partikeln auch noch binnendifferenzieren kann. Und die Kriterien, die man dann heranzieht, die sind selten formaler Art, sondern hier muss man semantische Kriterien heranziehen. Das machen LinguistInnen in der Regel nicht gerne, zumindest nicht dann, wenn es um die Beschreibung grammatischer Regelmäßigkeiten geht. So, bei den Partikeln lassen sich zwei Großgruppen unterscheiden. Das sind zum einen solche, die auch in der Schriftsprache verwendet werden, und zum anderen solche, die nur oder ganz vorwiegend in konzeptionell mündlicher Sprache verwendet werden. Bei den schriftsprachlichen Partikeln, da finden wir sogenannte Gradpartikeln, Fokuspartikeln, Modalpartikeln, Negationspartikeln, Infinitivpartikeln, Verbpartikeln und Superlativpartikeln. Und bei den Gesprächspartikeln finden wir Antwortpartikeln, Hörersignale und Sprechersignale, wobei bei den Sprechersignalen nochmal Diskursmarker, Vergewisserungssignale und Interjektionen unterschieden werden können. Und wir werden die jetzt nochmal der Reihe nach kurz durchgehen. Und wir fangen mit den standardschriftsprachlichen Partikeln an, die eben von der linken Seite. Und dabei fangen wir mit den sogenannten Gradpartikeln an. Die nennt man auch Intensitäts- oder Steigerungspartikeln. Die haben zu den genannten negativen Abgrenzungspartikeln folgende zusätzliche Eigenschaft: Sie intensivieren bzw. steigern nämlich nachfolgende Adjektive oder Adverbien, um das positive oder negative Ausmaß einer Eigenschaft auszudrücken. Also die prototypische Gradpartikel ist sehr. Die Band war sehr laut. Sie hat schon sehr oft Konzerte besucht. Wir haben sehr gelacht. Also bei sehr laut wird ein Adjektiv intensiviert, deshalb Intensitätspartikel oder Gradpartikel. Bei sehr oft wird ein Adverb intensiviert. Bei wir haben sehr gelacht, da geht man davon aus, dass da ein nicht realisiertes Adverb elliptisch ausgelassen wurde, das durch sehr gesteigert wird oder intensiviert wird. Man kann auch vielleicht sagen,
Das heißt sowas wie, wir haben sehr intensiv gelacht, aber in der Sprache vermeiden wir oft Doppelungen und sehr intensiv ist semantisch sowas wie eine Doppelung und deshalb kann man vielleicht auch das Adverb oder das, was danach käme, weglassen. Andere jüngere Gradpartikeln sind zum Beispiel voll. Obwohl die Band berühmt ist, war die Halle voll leer. Und hier handelt es sich, anders als man denken könnte, nicht um ein Adjektiv bei voll, sondern das ist eine Gradpartikel. Und das sieht man daran, dass man das nicht umformulieren kann in sowas wie die volle Leere. Ja, also die Halle war voll leer. Das ist semantisch ein Widerspruch, aber jeder weiß, dass damit eigentlich nur das Adjektiv leer intensiviert wird. Das ist eine sehr ausgeprägte Leere. Da war einfach besonders wenig los. Und deshalb kann man das auch nicht paraphrasieren mit die volle Leere, weil wir es da bei volle nicht mehr mit einer Gradpartikel, sondern mit einem Adjektiv zu tun haben. Auch können wir solche Sachen sagen wie die Band war so laut, etwas laut, ziemlich laut, ausgesprochen laut, unheimlich laut, höchst laut. Das sind alles Gradpartikeln. Und hier sehen Sie auch das so wieder, das wir am Anfang hatten. Wir haben ja ein so als Adverb kennengelernt und hier haben wir jetzt ein so als Gradpartikel. Das ist dasjenige so, das eben nicht mehr allein im Vorfeld stehen kann. So war die Band laut. Das kann man sagen, aber eben nur, wenn so nicht laut intensiviert, sondern wenn man es als Adverb versteht. Als Partikel, als Gradpartikel kann es nicht allein im Vorfeld stehen. Noch jüngere Gradpartikeln sind krass, abartig, tierisch und sowas. Die Band hat krass oft gespielt, abartig oft gespielt, tierisch oft gespielt, extrem oft oder irre oft gespielt. Dann kommen wir zu den Fokuspartikeln. Die haben auch eine zusätzliche Eigenschaft zu den Eigenschaften, die alle Partikeln haben. Die heben nämlich ein Bezugswort oder eine Bezugsphrase besonders hervor. Sogar mir war das zu viel. Da wird das Pronomen fokussiert. Allein die Gehälter von Fußballprofis zeigen das doch schon. Hier wird eine ganze NP hervorgehoben, die Gehälter von Fußballprofis. Er hat meine Einladung sogar angenommen. Hier wird das Verb hervorgehoben. Das Buch war bloß durchschnittlich unterhaltsam. Hier wird eine komplexe Adjektivphrase fokussiert, nämlich unterhaltsam, das wiederum ein Attribut hat, durchschnittlich. Viele Leute müssen selbst heute arbeiten. Hier wird ein Adverb hervorgehoben. Ihm war es selbst in der Sauna zu kalt. Da wird eine Präpositionalphrase hervorgehoben. Und einzig indem man es tut, lernt man vieles. Hier wird ein ganzer Satz durch eine Fokuspartikel hervorgehoben. Modalpartikeln werden auch Abtönungspartikeln genannt. Und deren besondere Eigenschaft ist, dass sie als produzentenseitige Kurzkommentare, dialogische Bezüge herstellen und bestimmte Modalpartikeln kommen dabei auch in bestimmten Satztypen vor. Schauen Sie sich das hier an. Was hast du denn gestern gemacht? Dieses denn kommt nur in Fragesätzen vor. Man kann nicht sagen, du hast gestern denn nicht viel gemacht. Das kannst du aber besser. Das kommt im Aussagesatz vor, aber nicht in der Frage. Kannst du das aber besser? Ist nicht wohlgeformt. Oder dann muss er sich eben was Neues aussuchen oder was Neues suchen. Das kommt im Aussagesatz vor oder im Aufforderungssatz. Dann such dir eben was Neues, aber auch nicht im Fragesatz. Suchst du dir eben was Neues? Dieses eben bedeutet, wenn man es akzeptiert, was anderes. Willst du ihn etwa verlassen? Das wäre ein Fragesatz, aber nicht verlasse ihn etwa oder du verlässt ihn etwa. Und dann sowas wie du spinnst ja oder du spinnst wohl. Und da kann man auch nicht fragen, spinnst du ja oder spinnst du wohl? Oder auch nicht befehlen, spinne ja oder spinne wohl.
und dann noch andere Modalpartikeln. Ich habe ihm nur eine gescheuert, ich habe ihm halt eine gescheuert, ich habe ihm mal eine gescheuert, ich habe ihm doch eine gescheuert, ich habe ihm eh eine gescheuert. Das wären also Modalpartikeln, die sowas wie als so Kurzkommentare sind, die im Dialog bedeutsam sind. Dann gibt es die Negationspartikel und das ist nur nicht. Das Nicht verneint je nach Stellung entweder einen ganzen Satz oder Teile eines Satzes und dabei ist es in der Stellung ziemlich frei. Das kann halt, das kann deswegen auch ziemlich vieles negieren. Also, schauen wir uns das mal genauer an. Er lädt Podcasts nicht gern auf Videoplattformen hoch, sondern er fährt lieber Rad. Hier wird der ganze Satz negiert. Nicht er lädt Podcasts gern auf Videoplattformen hoch, sondern sie. Hier wird nur das Subjektpronomen negiert. Er lädt nicht Podcasts gern auf Videoplattformen hoch, sondern Videos. Hier wird nur das Objekt negiert. Er lädt Podcasts nicht gern auf Videoplattformen hoch, sondern ungern. Hier wird also nur das Adverb negiert. Und er lädt Podcasts gern nicht auf Videoplattformen hoch, sondern auf anderen Plattformen. Hier wird also die adverbiale Bestimmung des Ortes negiert. Dann gibt es noch die Infinitivpartikel. Das ist zu und um zu und die zeigen in Sätzen oder Phrasen die Infinitivform von Verben an und vor allem in Infinitivsätzen. Also sie hat nicht vergessen, die Reifen zu wechseln und sie wechselt die Reifen, um auch bei Matsch und Schnee fahren zu können. Das sind Infinitivpartikeln und die zeigen eben an, dass wir es mit Infinitivsätzen zu tun haben. Dann haben wir die Verbpartikeln, die sind uns schon mal begegnet. Die haben als Eigenschaft, dass sie morphologisch und syntaktisch vom Verb trennbare Teile von morphologisch komplexen Verben sind. Also sie montiert die Reifen ab von abmontieren, sie zieht neue Reifen auf von aufziehen, sie denkt daran, die neuen Reifen gut festzuziehen, sie zieht sie fest und die müssen wir aber unterscheiden von anderen Verben. Das haben wir auch schon in einem anderen Video gesehen. Der Mantel umgibt die Felge. Dabei handelt es sich nicht um eine Verbpartikel, weil die nicht trennbar ist. Wir können nicht sagen, der Mantel gibt die Felge um. Hier ist es so, und da zeigt sich auch das Dilemma mit Partikeln. Wenn wir sie nur stark genug betonen, dann können auch Verbpartikeln allein im Vorfeld stehen. Und das ist natürlich dann ein Problem für unsere gesamte Klassifikation. Also zum Beispiel, ab hat sie die Reifen montiert und nicht an. Oder sie zieht auf, zieht sie die neuen Reifen und nicht ab. Fest zieht sie die neuen Reifen. Ja, mit so einem Kontrastfokus. Da ist das durchaus möglich. Dann haben wir noch die Superlativpartikel, das ist am, und die wird, das haben wir schon beim Adjektiv gesehen, zur Bildung des Superlativs verwendet und fordert anders als eine Präposition kein Nomen, denn am sieht ja genauso aus wie eine Präposition, die mit einem Artikel verschmolzen ist. Die Superlativpartikel finden wir eben bei Superlativen, schlau, schlauer, am schlausten, der Kirchturm da hinten ist am höchsten. Treffen wir uns doch am Kirchturm, an welchem, am höchsten. Da haben wir es mit einer Präposition zu tun, mit einer lokalen, in einer elliptischen Konstruktion. Und das wäre der einzige Kontext, in dem man die Präposition am mit der Superlativpartikel am verwechseln könnte. Hier ist das keine Superlativpartikel in dem dritten Beispiel hier.
Und damit kommen wir zur zweiten Großgruppe der Gesprächspartikeln. Hier gibt es auch einige zu unterscheiden und das sind zunächst einmal die Antwortpartikeln. Deren Eigenschaften ist, dass sie mögliche satzwertige Antworten auf Entscheidungsfragen bilden und zustimmende oder ablehnende Entgegnungen auf Aussagen sind. Also sowas wie, habt ihr euch gestritten? Ja, nein. Habt ihr euch nicht gestritten? Ja, nein, doch. Also auf negierte Entscheidungsfragen kann man auch mit doch antworten. Und du bist eher der aufbrausende Typ. Genau, eben, schon. Das sind also Antwortpartikeln und die können eben die Frage oder die Aussage als Ganze bejahen, verneinen, bestärken und so weiter. Dann haben wir die sogenannten Hörersignale. Das sind vokalische Zeichen an ÄußerungsproduzentInnen, also die sind an ÄußerungsproduzentInnen gerichtet, und zwar zu dem Zweck, ihnen zu signalisieren, dass ihren Ausführungen gefolgt wird. Ja, also Person A sagt sowas und ich so, das kannst du nicht machen. Und B sagt, und A geht, spricht weiter und er so, und wie? Und B so, daran siehst du, ja, also das sind so Hörersignale, die während jemand spricht so eingestreut werden, um zu signalisieren, dass man folgt. Und die laufen oft synchron oder simultan mit den Ausführungen der anderen, der sprechenden Person. Dann haben wir die sogenannten Sprechersignale. Das sind vokalische Zeichen an die AdressatInnen. Und zwar bezwecken die oder signalisieren die, dass das Rederecht beansprucht wird, weiter beansprucht wird oder abgegeben wird. Also am Äußerungsanfang kann man zum Beispiel sowas sagen wie, ja, also nun, ich möchte hinzufügen, damit fordert man also das Rederecht. Ja, also damit kann man in eine Pause, zum Beispiel in einem Gespräch mit mehreren Personen, reinreden und das Rederecht beanspruchen. Innerhalb einer Äußerung könnte man sowas sagen wie, und eine Partikel ist ein nicht flektierbares und sozusagen quasi ein, und diese Ausdrücke und M und sozusagen und quasi, das sind auch Sprechersignale, die hier eingefüllt werden, obwohl noch nicht geplant oder feststeht, was man als nächstes sagen will. Man möchte aber auch das Rederecht nicht abgeben, sondern beansprucht das weiter. Und mit solchen Sprechersignalen verleiht man diesem Anspruch Ausdruck. Und am Äußerungsende kann man sowas sagen wie, das ist, was ich noch sagen wollte. Tja, genau. Und so weiter. Und damit signalisiert man, dass man das Rederecht abgeben möchte. Bei den Sprechersignalen kann man noch die Diskursmarker unterscheiden. Die projizieren eine Folgeäußerung, also die kündigen die sozusagen an und geben Verstehensanweisungen dazu. Und die sind grafisch oder prosodisch abgesetzt. Also sowas wie, ich habe mich ja schon oft mit ihm gestritten, obwohl, so schlimm war es eigentlich noch nie. Dieses Obwohl kündigt eine Revision der ersten Aussage an. Also ich habe mich ja schon oft mit ihm gestritten. Und obwohl signalisiert die Revision, denn so schlimm war es eigentlich noch nie, zeigt dann, dass es dass es kein gewöhnlicher Streit war. Man muss revidieren, es war ein heftiger Streit. Ich habe mich ja schon oft mit ihm gestritten, aber diesmal hat er es echt übertrieben. Das kündigt eine Verstärkung an. Ich habe mich ja schon oft mit ihm gestritten. Ich meine, wir sind seit 10 Jahren zusammen. Das kündigt eine Begründung an. Und ich habe mich ja schon oft mit ihm gestritten. Nur
Normalerweise kommt er dann wieder an. Und das kündigt eine Einschränkung an. Also das sind hier so prosodisch und/oder grafisch abgesetzte Diskursmarker. Dann haben wir sowas wie Vergewisserungssignale, die der Sprecher aussendet und die fordern die Aufmerksamkeit oder Reaktionen ein und oder können auch das Ende eigener Redebeiträge markieren. Sowas wie weißt du oder verstehst du, ich habe mich ja schon oft mit ihr gestritten, aber oder ich habe mich schon oft mit ihr gestritten, weißt du, verstehst du? Damit fordert man dann die Reaktionen ein. Mit weißt du oder verstehst du am Anfang fordert man die Aufmerksamkeit ein. Ich hole das Päckchen dann unter der Parkbank ab. Ja? Oder okay, nicht wahr? Gell, gelle, wa, woll. Das fordert sogar Reaktionen ein, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern eine echte Handlung. Das sind die sogenannten Vergewisserungssignale. Und dann haben wir zuletzt auch noch die Interjektionen, das sind auch Sprechersignale, die drücken zum Teil auch nachahmend Emotionen aus, Empfindungen oder Bewertungen und die sind grammatisch nicht in den Satz integriert. Also zum Beispiel Hurra, Pfui, Igitt, Bäh, Hoppla, damit werden Emotionen oder Empfindungen ausgedrückt. Psst, Pfui, aus, Hüa, Hopp, das sind Aufforderungen. Dann Scheiße, Kacke, Fack, verdammt, Himmelarsch und Zwirn, das wären Flüche. Dann gibt es die sogenannten Inflektive, Knarz, Wegrennen, Stöhnen, Umfall und eher so Baller. Und dann ich so vorbeigehe, er einfach so seufz und krach. Ja, das sind die Inflektive, da sehen Sie, das sind Verbstämme oder Wurzeln, die nicht flektiert sind, nicht mal mit einem mit einer Infinitivendung. Deshalb heißen die Inflektive. Und dann gibt es solche nachahmten Onomatopoetika, Wuff, Miau, Mu und Kikeriki. Die zählen auch unter die Interjektionen. Und damit sind wir durch mit den nicht flektierbaren Wortarten. Und ich sage wieder einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Mal.